Moin, moin, Leute, herzlich willkommen, seid gegrüßt. Neue Runde hier vom LS22 auf der Wilden West 16-fach Map. Guck mal, Feedlot Q weiter rechts 5 ist also definitiv der hier hinten. Dann muss man so ein bisschen mal gucken. Unser Feedlot ist ja eigentlich schon mal ein bisschen bestückt. Mit ein paar Tierchen. Das ist auf jeden Fall Feedlot Q weiter rechts 5. Und uns wird angezeigt oben, Feedlot Q weiter rechts 5 hat kein Stroh. Wir gucken jetzt hier nochmal durch. Der hier hat 23.000 Stroh. Auch keine Strohpellets. Mal ein bisschen was hinstreuen. So, auf entspannt 5.000 Liter. Da kommt auch noch optisch was raus eigentlich oder heute nicht mehr. Und die rechnet er auf einmal heute als Strohpellets an. Mit einem übermäßig übertriebenen Verhältnis scheinbar. Das ist nämlich das da hinten das Problem. Das Problem ist, da sind auch optisch Strohpellets drin, ne? Warum denn eigentlich? Liegt das denn am Strohbergungs-Add-on in Kombination mit dem Anhänger hier? Wenn ich jetzt lose Stroh verteile, dass es Stroh ist und hier sitzt auf einmal Strohpellets raus. Wobei es ja eigentlich keinen Sinn macht, ne? Und das ist nämlich das Ding hier. Hier ist es voll mit Strohpellets. Also dementsprechend produzieren die ja wohl auch Mist und so. Aber ich kriege halt kein Stroh rein, weil er aktuell ja nur Strohpellets macht. Ich würde das jetzt mal gleich mit dem normalen Anhänger nochmal versuchen. Weil der scheint den Stroh automatisch in Strohpellets umzuwandeln. Was natürlich dann die... Ich weiß jetzt nicht, wie man Strohpellets verkaufen kann, aber ist ja deutlich einfacher, damit Strohpellets herzustellen dann, als mit irgendwelchen Hallen, ne? Nee. Man sollte performance-technisch auch nicht zu viele silierende Ballen generell haben. Was mit dir denn los? Kein Bock mehr, Rot. Ich bin zwei reingefahren und der zwei Abend. Wieso macht der nichts mehr? Ist der blöd jetzt auf einmal oder was? Den selber senken, kann er nicht alleine senken. Wenn ich im Hofsilo lade, ist das Stroh und bei deiner Halle, so wie du es machst, sind es Pellets. Das ist ja aber auch buggy denn. Da liegt ja irgendeine komische Kombination mit dem Mod. Also bringt das nichts, wenn ich mir das jetzt mit dem normalen Anhänger hole. Ja, da steht 0 Liter bei Stroh. Ich gehe ja aber die ganze Zeit davon aus, dass ich Stroh aus der Halle hole. Warum wird denn Stroh automatisch zu Pellets? Das verstehe ich nicht. Ich habe ja eigentlich keine Pellets. Ich habe normalerweise Stroh. Ich habe ja keine Strohpellets hergestellt. Wo kommen die her? Das ist der Fehler im System. Und der Stall ist voll mit Strohpellets, aber halt keinen Stroh gekriegt. Und deswegen wird das oben angezeigt. Obwohl ich der Meinung bin, und das hat bei den anderen Stellen ja auch geklappt, und das liegt ja wahrscheinlich, bevor ich das Strohbergungs-Add-on reingenommen habe. Das hatte ich zu Beginn ja, glaube ich, nicht drin. Da habe ich ja, glaube ich, Stroh verteilt. Und seitdem ich das Strohbergungs-Add-on drin habe, macht er beim Auslagern aus der Halle aus dem normalen Stroh auf einmal Strohpellets. Deswegen bin ich verwirrt. Und deswegen kriegt er kein Stroh, weil ich ja gar keinen... Also, ne, ich muss da mal Ballen hinbringen. Eingekaufte Strohballen oder so.
Ja, wenn ich jetzt mit dem Anhänger dahin fahre und ich kriege auch wieder Strohpellets da raus, dann wundert mich das, weil... Ist das auf der Marsch auch so? Oder habe ich eine andere Strohberg-Version hier drin? Weil das ist ja nicht richtig. Ich kann nicht aus meinem Stroh, den ich auslage, einfach Strohpellets machen, nur weil das gerade möchte. Ist natürlich praktisch, weil wir, glaube ich, viel mehr Strohpellets dann mitkriegen, ne? Also, die sind ja komprimiert. Stroh ist ja deutlich komprimierter in den Pellets als im Original. Achso, warte, das soll hier hin. Ich denke, ich werde demnächst nochmal schauen, dass ich nochmal Mischrationen Level 2 einbaue, ne? Also dass man das auf zwei Schienen starten kann, damit man nochmal einen ordentlichen Schwung mehr Mischfutter machen kann. Dann habe ich noch die Mineralfutter, hier die Melasse-Booster-Option. Und das vielleicht doch noch mitzunehmen. Hätte ich machen können, ne? Ist weg, ist es weg. Hä? Du kommst halt alleine hin heute? Ist auch lustig, wie random das ist, ne? Mal klappt's, mal nicht. Was haben wir denn? Na ja, gut, ein paar Errors. Das hat die, ne, weiß White Rabbit, White Gabbage kennt er nicht. Big M findet den Beacon Light nicht. Motion Partial Effect fehlt für Straw Pellets. Direkten Einfluss eigentlich darauf. Mal gucken, welche Version vom Strohbergs ich auch nicht hier drauf habe. Eingepackt habe ich das am 23.01. Das ist Straw Harvest Pack 1.0.0. Gab es ein Update irgendwann vom Straw Harvest oder Strawware hat Straw Harvest immer noch 1.0.0.0? Beobachte gerade, der Flug jetzt wieder ordentlich wendet. So aus. Ja, sonst wird das Feld ja nie fertig. Ich bin mir ziemlich sicher, obwohl gut, ich habe diesen... Ja gut, wir testen das jetzt mit dem Anhänger hier, ne? Also mit dem Futtermischwagen haben wir es jetzt gesehen. Da werden auf jeden Fall Strohpellets draus. Wenn wir ein normales Stroh aus der Baldenhalle abholen, wird das mit dem Futtermischwagen auf jeden Fall zu Pellets. Ist nicht komplett schlimm, also ne, an sich ist es egal. Ich nerv schon, dass es oben halt logischerweise jetzt, dass ich jetzt Stroh da nicht mehr reinkriege. Und Pellets, man hat ja jetzt keinen Verlust dadurch, aber auch keinen Gewinn. Nur einen negativen Effekt auf den Füllstand da oben.
Ballen reinschmeißen. Die Ballen werden ja, denke ich mal, in Strohform bleiben. Ne? Das ist ja einfach dann eigentlich. Stroh. Das sieht auch nach Stroh aus. Ja, das sieht nach Stroh aus. Teste mal einfach. Dann würde ich aber wahrscheinlich noch irgendwie ein anderes Fahrzeug für so einen für unseren Verteilerkurs machen. Das ist ja automatisiert. Irgendwie einen kleinen Träger mit einem kleinen Anhänger. Mit einem kleineren Volumen. Ich denke auch, dann ist der Futtermischwagen. Der Schuldige. Und dann ist es eigentlich, ne, der Mod ist schuld. Der Mod macht dann ja die Fehler. Das darf ja nicht einfach aus normalem Stroh, darf ja in dem Futtermischwagen nicht einfach Pellets werden. Ich weiß nicht, ob das immer so ist. Vielleicht ist auch auf der Marsch so. Nutzt ja diesen Futtermischwagen da nicht. Und man macht es ja auch selten. Ich habe den ja wirklich nur genutzt, um Stroh aufzufüllen. Ich das ganz cool fand. Dass wir dann davon einen haben, der für Futter zuständig ist und einen zweiten von dem Futtermischwagen haben, der für Stroh zuständig ist. Fahrtraining. So, ihr seid es. Ihr seid die Schuldigen hier. Jetzt kriegt ihr eure normales Stroh, glaube ich. Jo. Komisch, ne? Ja, also zumindest kennen wir jetzt, woran es liegt, ne? Ja, schuld. Ich weiß auch nicht, wie es ist. Es wird ja wahrscheinlich das gleiche sein. Wenn ich jetzt Stroh vom Boden aufnehme, macht er das vielleicht auch zu Strohpellets. Also gucken, wo wir den leer machen können. Hier haben wir 116.000 Strohpellets drin. Wir können ihn auch noch weiter rotieren lassen. Jetzt sind ja zumindest die ganzen Strohbedürfnisse raus. Und ich glaube, der nimmt erst Strohpellets, bevor er Stroh verbraucht, oder? So, für links 3 nochmal Stroh. Dann sind wir für lange Zeit wahrscheinlich los. Bei Pellets bringt er ja die ganze Zeit schon. Danke, auch so. Guten Start ins Wochenende. Obwohl es ein Bundesliga-freies Wochenende, also kann das nicht so ein richtig gutes Wochenende werden. So, was ist jetzt mit Nike los und Adidas? Mögen die sich nicht? Ganz was Neues, ne? Haben wir schon Meinung im Chat zu dem Thema? Links 3 braucht Stroh und links 4 braucht Stroh, dann hätte ich die beiden oben auch raus. Was der Quatsch wieder soll.
DFB 2027 mit Nike, genau. Was sagt ihr dazu, Leute? Geld regiert die Welt. Korrekt. Was der Quatsch wieder soll, dass man zu Nike wechselt, oder der Quatsch wieder soll, dass man da jetzt ein Fass aufmacht? Und unser Herr Politiker sich da meint, ne, einmischen zu müssen. Da sollen wir noch ein bisschen mehr deutsch denken. Deutsche Nationalmannschaft, deutsche Marken. Aber nicht rechts wählen. Das geht nicht. Guten Morgen, Black Forest. Immer mehr Kommerz, ja. Alles der Wechsel ist schon dumm. Die Diskussion ist auch wieder teuer. Und Sky findet alles blöd. Ich sehe es auch so, die brauchen einfach das Geld. Und ist auch klar. Also wenn, es sind Klamotten. Es sind Klamotten. Und wenn du, der eine sagt dir, ja, wenn du das T-Shirt anziehst, kriegst du von mir jeden Tag 5 Euro. Einfach nur so dafür, dass du das T-Shirt anziehst. Und es ist jetzt ja nicht, wo irgendwas Komisches drauf ist, sondern nur ein Symbol, ne? Und jetzt kommt der Nächste um die Ecke und sagt, ja, wenn du mein T-Shirt jeden Tag anziehst, kriegst du aber 10 Euro. Und denkst du doch auch, ja, okay, ne? Kriege ich jetzt 300 Euro im Monat dafür, dass ich ein Nike-T-Shirt anziehe? Oder kriege ich halt nur 150 Euro im Monat dafür, dass ich ein Adidas-T-Shirt anziehe? Die Summen jetzt mal für uns gedacht, ne? So in einem normalen finanziellen Rahmen, dass da über 50 Millionen irgendwie Sponsorgeld oder 100 Millionen Sponsorgeld, das ist natürlich eine andere Hausnummer. So. Also für mich persönlich, ich habe da keine Ambition zu, liegt vielleicht auch daran, dass Dortmund halt nie bei Adidas in dem Sinne ist. Sondern schon immer Puma oder Nike früher und Puma und so weiter und so fort. Deswegen habe ich jetzt auch keinen persönlichen Bezug zu Adidas. Natürlich hat man ein paar Adidas-Klamotten im Schrank, aber ob das deutsche Nationalmannschaftstrikot jetzt ein Adidas-Logo drauf hat und 3 Streifen oder nicht, das ist mir persönlich komplett Lattenhagen, ehrlich gesagt. Ich glaube, wir haben wichtigere Probleme auf der Welt, um die man sich kümmern sollte, als 3 Streifen von Adidas oder Nike, ne? So, links 4, links 3. Muss erstmal mitzählen, ne? Sag mal, Kuben oder hier die Bullen, bleibt ihr bitte im Gehege. Das dürfte links 3 sein. Machen wir einen weiter, so über links 4, dann haben wir die beiden auch raus. Das ist so. Ich persönlich habe auch keine Abneigung gegen Nike. Also von daher, wenn man jetzt sagt, nein, das ist ein amerikanisches Unternehmen, immer noch besser als ein chinesisches, meine persönliche Meinung, oder ne, ein russisches im besten Fall noch. Nichts gegen die Nation an sich oder gegen die Nationalität. Aber natürlich an den, ne, an die Allgemeinheit, oder wie auch immer man das aktuell sagen möchte. So, nee, da brauche ich gar nicht mit. Da steht ja der andere LKW. Ich wollte jetzt noch mit dem Kompost fahren, aber Kompost, das macht ja keinen Sinn, da steht der andere LKW. Den schicken wir mal zurück. Aber cool, dass die Politik da gleich wieder mit aufspringt und meint, da einen auf dicken Larry machen zu müssen und sagen, wir brauchen mehr national, ja, ne? Hoch mit den deutschen Fahnen. Und wenn du die deutschen Fahnen hisst, dann bist du abgestempelt, man kennt es ja. So. Das ist in Amerika anders, ne? Wenn man da, wir waren ja damals nicht so lange her, da waren wir in Amerika. Da hat jedes zweite Haus halt eine amerikanische Fahne, ne? Wenn du das hier denkst, wenn hier jedes zweite Haus jetzt eine deutsche Fahne wehen würde, dann denkst du aber, hier alle sind rechtsradikal und, ne? Und dann wird dann gleich wieder abgestempelt. Das ist egal. Aber beim T-Shirt der Nationalmannschaft, da geht das dann auf einmal. Da ist es in Ordnung.
So. Ja, also wie gesagt, ich bin der Meinung, also mir persönlich ist es total egal. Ich habe weder eine Vorliebe für die eine Marke noch eine Abneigung für die andere. Ne? Also mir ist total egal. Ich bin auch deutsche Nationalmannschaft. Ist auch egal, wie sie auflaufen, hauptsache sie spielen auch nicht Fußball. Und wenn die Amerikaner uns dann dafür Geld überweisen, kommt es ja immerhin von Amerika nach Deutschland und nicht von Deutschland in Deutschland. Ne? Also von daher ist es ja auch ein Stück weit wird nach außen exportiert und wir kriegen dafür Geld, also sprich die deutsche Nationalmannschaft. Also von daher, man soll das mal gar nicht so negativ sehen. Aber klar. Wahrscheinlich hat Adidas-Chef angerufen bei Habeck und sagte mal, hier Kollege, wie sieht's aus, Politik, könnt ihr mal was machen? Nike hat ihm das Doppelte geboten und jetzt dürfen wir das Nationalmannschaftstrikot nicht mehr sponsoren für wenig Geld. Für verhältnismäßig wenig Geld in den Sphären, in denen sich diese ganzen Sachen mittlerweile bewegen. Die werden da nicht einfach nur gleich den Anbieter gewechselt haben. Da werden mit Sicherheit Gespräche stattgefunden haben und gesagt, hier Leute, so sieht's aus. Natürlich wird Adidas nicht einfach ausgeboten worden sein, es sei denn, sie sind da dumm aufgetreten. Ne? Nach dem Motto, wenn da der Adidas-Chef kommt und sagt, haha, hier, wir sind Adidas, wir müssen gar nicht so viel bezahlen, wir machen das ja schon immer so. Läuft dann auch irgendwann nicht. Ist genau das gleiche wie der normale Arbeitgeber, ne? Der dann immer für 40 Jahre in seinem Betrieb bleibt. Fast keine Gehaltserhöhung kriegt, es sei denn, dieses ist vielleicht tarifgebunden und auf einmal geht er nebenan zum anderen Betrieb und kriegt das Doppelte geboten. Ist ja das genau das gleiche Thema. Weil der alte Arbeitgeber sich vielleicht denkt, auch oh, passt schon, ne? Der ist ja eh da, der ist immer da. Den brauche ich auch nicht mehr geben. Also sie werden schon gesagt haben, so und so sieht's aus und Adidas hat wahrscheinlich gesagt, nee, machen wir nicht, können wir nicht, wollen wir nicht. Ist uns zu viel, ihr bleibt ja eh bei uns. Und dann hat Nike wahrscheinlich gesagt, ach noch, eigentlich interessant, machen wir mal einen dicken Vorschlag. Denn es ist meistens in solchen ne, Geschäftsgebaren, also so und so sieht's aus, Leute. Könnt ihr da noch, wollt ihr da noch? Dann haben die wahrscheinlich gesagt, nö, machen wir nicht. Dann sind die beide not amused, ne? Die Verhandlungspartner nicht erfreut auseinandergegangen und dann musste das jetzt halt verkündet werden. Na, das ist nicht ganz richtig. Kommerzielle Sport, beim Sport ist es immer noch ein Wettkampf, natürlich geht es um Gewinnen. Also die meisten sind auch aus dafür, zu gewinnen zu wollen, auch wenn sie tatsächlich schon überbezahlt, das ist klar, ne? Das ist überbezahlte Fußballer oder was auch immer. Das ist klar. So, Siliermittel braucht der Rechte noch wieder. Müssen wir mal wieder ein bisschen einkaufen, aber wir haben aktuell, sehe ich gerade, einen sehr überschaubaren Finanzrahmen. Ich glaube, ich muss mal eine Ladung Silage verkaufen. Aus dem alten Fermenter, ne? Das war ja eh leer. Aber sonst haben wir gleich kein Geld mehr. Und wir können dann unsere Helfer nicht mehr bezahlen. Adidas hat das ja auch nur als Eigennutz gemacht, um eine Werbefläche zu haben. So ist das. Und die Tradition, wie gesagt, manchmal muss man halt eine Tradition auch brechen. Weil es einfach na, einen auch nicht voranbringt, wenn man immer nur an alten Geflogenheiten festhält und nicht auch mal nach vorne schaut und mal auch mal offen für was Neues ist. Gerade wenn es nur um sowas in Anführungsstrichen geht wie ein T-Shirt. Also ein Trikotsatz. Die ganze, die Sportausrüstung eben. Ja, und wenn es dann halt keine Win-Win-Situation mehr ist für die deutsche Nationalmannschaft, weil sie halt viel zu wenig kriegen im Verhältnis zu dem, was aktuell marktmäßig bezahlt wird, kann sich ja auch nicht komplett unter Wert verkaufen. Das ist immerhin noch die deutsche Nationalmannschaft.
Und natürlich, klar, auf der einen Seite werden jetzt wahrscheinlich nachher, wird Adidas in dem Bereich einen ganzen Sprung weniger Umsatz machen. Aber wenn sie nicht so viel für das Marketing, für die Werbung ausgeben wollten, sondern halt mehr Werbebudget in, ich weiß nicht, wo Adidas Werbebudgets aktuell ausgegeben werden, kenne ich mich nicht aus. Aber wenn die halt gesagt haben, nee, das Werbebudget für Marketing in der deutschen Nationalmannschaft kann maximal das betragen, weil wir geben halt auch ganz viel Geld aus in Fernsehwerbung oder in Social-Media-Werbung oder in was auch immer für Sponsorings. Ich weiß es nicht. Ich kenne jetzt auch nicht den Jahresgewinn vom letzten Jahr von Adidas, aber ich habe die Aktien ich habe keine Adidas-Aktien oder so, dass ich das verfolgen würde. Kann ja jemand mal googeln, Adidas-Gewinn letztes Jahr. Guck mal, wer Bock hat. Dann will man wissen, was hat Adidas eigentlich letztes Jahr an Gewinn gemacht? Haben sie überhaupt Gewinn gemacht? Also hätten sie sich das leisten können, auch ein bisschen mehr Geld in Deutschland zu sponsern? Oder nicht? Weil die Aktienkurse, ne, die Aktionäre unzufrieden sind, weil sie keine Dividende zahlen oder was auch immer. Ich habe keine Ahnung. Keine Adidas-Aktien. Ja, die Entwicklung generell im Sport, was das an Geld mittlerweile bewegt, was das aber auch für einen Markt geworden ist, geht ja schon allein um die Fanartikel und so weiter und so fort. Das ist und natürlich die Vermarktungsrechte, wer das guckt im Fernsehen und so weiter. Das hat sich krass entwickelt. Aber es haben sich viele Sachen krass entwickelt. Guckt euch die Computertechnologie an. Guckt euch die Fernsehtechnologie an. Was sich da alles in den letzten 30, 40 Jahren entwickelt hat, ist ja, kannst du ja gar nicht begreifen, so ungefähr. Und dass es zu hoch gegangen ist, ist klar, aber da überbieten sie sich ja leider gegenseitig und das wird auch nicht mehr besser. Ne, jetzt kommen noch die Ölstaaten mit ins Spiel, die einfach noch viel mehr Geld haben, also noch viel mehr Geld bieten können, als vorher schon die Oligarchen sozusagen, die da dick eingestiegen sind, dann die Scheichs und so weiter und so fort. Und ja, ne. Da, wo das ganze dicke Geld steckt. Aber Kommunismus ist auch keine Lösung, sage ich euch. Aus meiner Sicht. So, ich wollte eigentlich gucken, wo ich einen guten Preis für die Silage bekomme. Bei Ravenwood Farms. Das ist doch hier in der Nähe, oder nicht? Warte mal. Was hier? Ah, hier ist die Ravenwood Farm, genau. Und ich stehe jetzt gerade wo? Also hier einmal, dann links, glaube ich. Ist die Straße hier vorne nicht angezeichnet, sehe ich gerade. Fehlt hier eine Übersicht. Großtank von Bon Silage Mod, 2000 Liter für 25.000 Euro. Okay. Ja, geht also, ne? Ich hab eben, glaube ich, was habe ich bezahlt? 15.000 für 1000 Liter direkt in der Produktion. Na gut, wir sind aber schon wieder am Ende, Leute. Verkaufe jetzt noch schnell ein bisschen Silage. Aber in der nächsten Folge, bis dahin glaube ich, schaffe ich es noch finanziell über die Runden zu kommen. Ne? Vielen Dank. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.